Hallo ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal im LS22 auf der kleinen Bergland. Ja, wir haben die Maschinen vom Händler geholt. Also Leute, das ist brachial hier. Ich habe hier so viel Lagerhallen frei. Ich weiß gar nicht, was ich da reintun soll. Also hier wird vielleicht der ein oder andere noch doch noch wegfallen hier von dem, dass man den Hof, sag ich mal, also so viele Hallen braucht man kein Mensch. Das ist unglaublich. So, was haben wir hier? Ach, das sind Pferde. Ja, Pferde. Wie gesagt, habe ich nicht so den Draht dazu. Aber gehen wir gerade mal gucken. Also ich habe jetzt alles verbaut hier, sag ich mal. Ja, wir haben einen Hänger. Den habe ich mal hier draußen stehen lassen. Muss ich mal gucken. Miststreuer. Hier ist die komplette Grünlandtechnik drin. Ja, vielleicht den können wir noch in irgendeine andere Halle tun. Ja, mit Schwader, mit Bänder, mit Wickler, mit Mähern. Die Mäher habe ich ausgetauscht. Da wollte ich ein bisschen was Breiteres haben. Den Ballentransportwagen habe ich noch dazu gekauft. So, dann hat man die zwei Sachen hatten wir. So, ich habe den Drescher. Den habe ich hier reingefahren. Da wird wahrscheinlich im Laufe der Zeit ausgetauscht gegen einen, der auch ein Maisgebiss hat. So, dann haben wir hier, sag ich mal, die gesamte Feldtechnik drin. Und ihr seht, wie riesengroß die Hallen sind. Ja, das ist ja alles Wahnsinn. Und hier ist alles bei. Ja, muss ich erst mal gucken. Ja, Traktoren mit Frontlader und so weiter geholt. Güllefass ist da. Und man könnte jetzt, sag ich mal so, mal hier ein bisschen starten. Jetzt würde mich mal interessieren, gehört uns schon irgendetwas an Land? Das sind brachiale Felder. Hier habe ich mich auch mit eingelassen. Weil das ist... eigentlich Respekt. Ja, ich sehe, was wir hier alles verteilt haben. Das ist schon irre. Schafe. Schleswig-Holstein. So. Schleswig-Holstein ist der Modder von der Karte, also ist wirklich sehr schön gebaut. Ja, muss ich mal soweit sagen, auch die Felder formen alle nicht normal. Da geht noch was. So, jetzt müssen wir uns mal... wir haben die 32. Wie sind denn hier die Preise? 29. Komm, die nehme. Ach, die kaufen wir. Die 30 kaufen wir. Wow. Wow. Und dann hätten wir noch die 35. Komm, die nehmen wir auch noch dazu. Kaufen. So, jetzt haben wir noch 65.000. Mein lieber Mann. Wird lustig.
Also ich hoffe mal, da wird jetzt hier eine Wiese ist. Dann hätten wir noch zwei kleine Felder. Auch schon. Wahnsinn. Gut, Kartenübersicht. Feldfrüchte. 31. Sehr schön. Ja, ich kann natürlich auch alles andere schön mal anpflanzen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ah, die 36. Das wäre die Richtung. Also dekomäßig sehr ausgetobt. Kann man wirklich nicht mehr. 30, dann müsste man noch theoretisch hier hoch. Aber wie gesagt, das Schöne ist, man kann hier wirklich ganze Deko und alles mögliche, das kann man auch hier verkaufen. Ja, wenn einem was stört oder zu viel ist, das finde ich schon. Ach so, gehört der Emilia. Eine Schnecke. So, gehört dir. Ja, ist ja schick, wenn das mir gehört. Dann würde ich doch mal sagen, lass mal das Labor kommen. Ja, Bodeninformationen kaufen. Ja, das mache ich nicht selber. Also, bitte. Im wahren Leben, sage ich mal, in kleinen Hofgröße, die müssen auch einkommen lassen. So. Jo, mehr haben wir ja nicht. Nee, oder? Hier oben ist auch noch uns. Ja, dann sollten wir ja eigentlich Wiesen satt haben. Oder zumindest für den Anfang. Feldfrüchte, Gras. Zack, zack. Und die sind erntereif. Und wir sind im März. Wir müssten hier auch mal düngen und müssten gerade mal gucken, was können wir denn hier so pflanzen? Im März. Wir könnten Hafer machen. Hafer, Sonnenblumen, Kartoffeln, Zuckerrüben. Das ist auch immer verdammt undankbar, sag ich mal, mit der Ernterei. Also seitdem ist ringsrum im Felder alles frei. So. Trauben. Mache ich jetzt hier nicht. Wir könnten aber auch mal Karotten, Zwiebeln, Rotkohl oder Weißkohl machen. Mich würde mal interessieren. Ah,
Metapher, die ist schon immer 1900, der ist schon gut hoch. Gefiltertes Wasser. Weißkohl. 1051, ist er jetzt viel höher. Achthundertvierzehn, 1,1, auch hier höher. Also wird wahrscheinlich noch korrigiert. Mohn. Mohn gefällt mir. Preisänderung 4,4. Jetzt ist die Frage, kann unsere Sämaschine Mohn? Da habe ich mich gerne drauf geachtet. Müssten wir mal gerade zack. Sätechnik. Zurück. Wie war nochmal Symbol da? Das war nicht dabei. Sag bloß, das ist eine Einzelsaat. Einzelsaat, das würde mich mal interessieren. Einzelkorn, sehr technisch. Die kauft keinen Mohn. Zurück. Doch, hier die Kammermond. Dann kann mein Tadochgröße auch. Ja, wunderbar. So wird's gemacht. Kommt hier schon mal Mond drauf. So, zurück zum Hof. Hätte ich nämlich gesagt. Wir beginnen. Ja, die Traktoren, die werde ich, wie gesagt, erstmal jetzt hier behalten. Und dann schauen wir mal. Warte hier so kühlt. Erstmal hier das Gewicht mal hier aufstellen. Und Leute, ich habe ihn gefunden. Ich habe etwas gefunden, und zwar so ein Anhängebagger für den Traktor. Ist zwar noch nicht das, was ich so kennen wollte, aber das ist natürlich Bombe. Ich habe hier auf der Fichthalf mit dem Hecklader mal gearbeitet. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ach ja, oder geht das so? Ne, geht nicht so. Geht nicht so.
es schon ausgemacht. Da hat es schon wieder verstellt, so ein bisschen. Nee, was habe ich denn hier wieder gemacht? Hat schon wieder schräger gesehen, als es ist. So. Das Wetter soll gut werden. Das ist schon mal sehr viel wert. Das heißt, die können wir mal einfach mit draußen hinstellen. Ja, vielleicht werde ich den Hof ein ganz klein wenig enger gestalten. Also ich wollte ihn normal erstmal so lassen. Aber das Ding ist riesig. Das ist unglaublich. Ich hoffe, man kriegt das Mehl weg. Dann kann ich hier raus operiert, weil muss ich mich eigentlich ausklappen. So. Ja, das ist zwar ein schönes großes Mehlwerk, was hier war. Also das lange Kuhn. Aber ich finde immer damit, um die engen Kurven oder so zu fahren. Na, ich kenne mich ja. Besser mit C. Ja, da bleibe ich ja überall mit hängen. Also ich kenne mich. Und vor allen Dingen stelle ich mir das elendig lange Ding überall im Weg. So. Oh, da habe ich jetzt schon wieder gepasst. Ja, das meinte ich nämlich. Ich weiß auch nicht, warum ich das nicht direkt gemacht habe. Ich Knallkopf. Ja, seht ihr mal wieder, boah, Dr. Chaos. Hey, ist er wieder. Das ist wirklich Wahnsinn. Boah, guckt euch das hier an. Ja, ich will jetzt mal nicht sagen, dass man das nicht so brauchen kann, aber das ist schon gewaltig. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, wo ist denn unsere geliebte Wiese. Wir müssen auf die 35. Das heißt, ich fahre nach links. Ja. Ja, hier muss ich die Umgebungstemperatur, die müssen wir ein bisschen runterdrehen. Die Düsenjäger, die sind schon oft unterwegs. So. Hier kommen wir rein. Und dann würde ich sagen, sind wir schon mal hier als Klavis. Ja, lieben Leute, ich bedanke mich. Ich freue mich über Likes und Abos.
Und danke auch über die bisherigen Likes und Abos und Kommentare natürlich. Ja, wünsche euch einen schönen Tag und freue mich aufs nächste Mal. Ich würde sagen, bis dahin.